So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Oh, solche Aktionen erinnern mich immer an meine Armeezeit. Okay. Da war das auch Hirten, wenn sie einen aus dem Bett rausgehauen haben. So nach dem Motto Hirten waschen, anziehen, Toilettengang, Kaffee kochen und natürlich auch trinken und alles in 5 Minuten. Gell. So, das war da auch schon mal lustig. So. Ja, genau. Was? Afratatz. Wünsche ich auch einen guten Morgen. Falls noch da. Siehst du, ich wusste es doch, Miss Skyline. Das habe ich doch schon irgendwo gelesen. Also garantiert beim Vasili. Okay. Da habe ich bestimmt bei Vasili gelesen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hier wird noch 0 Leute angezeigt. Ich hoffe, ihr seid noch da. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Aber ich gehe erstmal ins Gefecht. So, schauen wir mal. Wer uns jetzt einen auf den Rüssel hauen will. Na, wieder Sechser. Na. So, gleich auf die Uhr gucken. Okay. Können wir noch bis um 3 machen. Ich wollte zwar eigentlich heute nicht lange machen, aber drauf gekackt. Ich denke halt bloß mit Graus an meinen neuen Nachbarn. So, ich mache nach links. Das sieht irgendwie alles sehr rot aus hier. Vor allen Dingen bei den Top-Tiers bei uns. Das kann ja heiter werden. Das kann ja lustig werden. So. Ach, man darf ja nicht mehr singen bei Twitch. Ja, furchtbar. Halt, Schatz anmachen. Ich wollte gerade sagen, das meint ihr doch nicht ernst, dass ich hier mit diesem KV 1S allein hier runterfahre. Na, ich fahre nicht hier runter, ich bleib hier. So. Ab in die TD-Stellung. So. Mal schauen, was wir aufmachen. Ja, wobei ein bisschen weiter rüber kenne ich noch. Man darf halt bloß seinen Rückzug nicht vergessen, gell? Ja genau, da habe ich das Miss Skyline bestimmt beim Vasili gelesen. Im Chat bei Vasili. Da gucke ich auch immer mal einen Stream, beziehungsweise meistens verpasse ich einen Stream komischerweise. Weil da tut sie noch so einer unchristlichen Zeit, da fängt schon um 8 mit Stream an. Das ist für mich eine unchristliche Zeit. Da komme ich meistens nicht im Gucken. Aber ich gucke dann ja die Videos auf YouTube. Ja. Bei Vasili nicht? Puh. Nee, wo habe ich denn das nicht? Also ich bin ja wirklich... Aber vielleicht war das auch Miss Skyline noch irgendwie mit irgendwelchen Unterstrichen geschrieben, also anders geschrieben. Hm. Ich hätte jetzt gedacht beim Vasili. Ist ja auch Banane. So, irgendwie tut sich hier vorne gerade gar nichts. Deswegen werde ich mal hier ein bisschen mit vorrücken. Ach, hier muss man ja wieder aufpassen, hier kommt man ja wieder nicht... Das mit dem vorigen war scheinbar gerade hier vor den Chinu keine gute Idee. Ja, da hängt natürlich in der Senke drin. Ne? Ja, das dachte ich mir doch schon. Ey, hör doch mal auf zu spammen, du blödes Arschloch. Kann doch ohne schwarzen Schwein hier. Alte Spam-Sau. Das da drüben nicht. Das ist bloß der KV1. Das ist natürlich gar nicht schön. Und jetzt rollt ja so ein verkackter Elch auf mich zu. Komm her, Elch, ich nehme dich auf die Hörner.
ne? Ne, da versteckt sich. Komm raus, du kleines Schweinchen. Dass ich da nicht draufbrennen kann. Ey, wir haben unsere rechte Flanke verloren, Leute. Bloß zur Information. Nur falls es irgendjemand interessiert. Ich gehe mal hier drüben an die Kante ran. Ja, das Stück geht auch schon mit. Wunderbar. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Leute, falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, es gibt wieder 300 Gold fürs Passwort ändern. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt bin ich an diesem verschissenen Mauspad hängen geblieben. Da ist er natürlich weg. Na gut, müssen wir so ein anderes Opfer suchen. Hallo Opfer, Opfer! Ist der T34 ein Opfer? Naja. Das kotzt mich jetzt an. Bin ich an diesen verschissenen Maus. Ich benutze es ja nicht mal. Das liegt hier bloß noch seitlich. Auf dem Tisch hier drauf. Und wenn ich rechts mit der Maus rüber gehe, bleib ich an diesem blöden Teil hängen. Ja toll. Sind wir schon bei 8.11, gell? Da mischt ja mit seinem Elchen nach und nach die ganzen Dinger auf hier. 8.12. Und ich krieg nichts vor der Linse. Das kann ja wohl nicht warzen schreien. Und jetzt ist er natürlich gleich weg hier, gell? Na, das dachte ich mir doch. Da spottet uns, aber wir können ihn nicht spotten. Hauptsache der KV 1S turnt hinten bei der peinlichen Basis rum. Kriegst du den Volker rein oder was? Na, wo ist er? Das bringt nichts. Das bringt nichts. Wir kriegen gleich Besuch von hinten, Alter. Lass uns lieber mal nach dort gucken. Das scheint mir doch ein bisschen wichtiger zu sein. Gut, so den scheiß Elch weggemacht. Naja, hab ich nicht geahnt. Bleibst du hier oder soll ich vor? Ja, der schlag ich die Granaten ein hier, toll. Toll. Rücken. Ja, du kannst mich mal, du Arschloch. Keine Lust mit dir zu spielen. So. Ja, das diskutieren wir gleich aus, du Arschloch. Mit deinem fucking... Ja. Shit, wo ist denn der Heavy? Steht in Heavy nicht. Toll. Schießt doch. Den haben sie... Den haben... Ja, das ist auch noch ein Stück. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Ey, da stehst du 5 Meter neben der Basis und siehst diesen Vogel nicht, gell? Vom Außenrum, genau. Ich fahre hier lang. Kann man vielleicht ein bisschen in die Zange nehmen. Ach, das ist der T-150. Der hier. Och, och, och. Wir haben sie nicht. Ja, das ist scheiße. Sechser. Oh, Moment, so schnell kann ich nicht lesen. Was ist denn hier los? Was denn, Jens? Schon wieder Lutz? Lutz. Also ich weiß auch nicht, aber der KV1S hier, der ist irgendwie ein bisschen sinnbefreit, finde ich, oder? Der versteckte Stück. Da könnte ich mir eigentlich auch mal wieder kaufen, meine Stück. Oh, fuck. Da vorne rechts, FV304. Die machen das noch alleine, gell? Die machen das noch, das Spiel.
weil dieser komische Sinn bei Cursor 1S. Er brennt, er brennt, und ja, ist weg, gut. Mistfore. Wie sagt er, was sind die immer? Vergeltungsmodus on. Gut gemacht. Da guck doch mal, hat der eine andere Waffe mit seinem KV-1S? Mann, geh ja her, du Arschloch. So ein selten blöder Dummvogel, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt versucht er mit aller Gewalt in die gegnerische Basis zu kommen. Wenn der Stuck jetzt abgeschossen wird, ist der FV-304 ratzfatz in unserer Basis. So. Vorsichtig. Entweder sie jagen zusammen, die FV-304, genau, da ist er. Wie gesagt, wenn der den Stuck nämlich wegmacht, stellt er sich in die Basis rein und lacht sich ins Fäustchen. Und trifft er. Ja, trifft natürlich nicht. Ey, pass auf, Alter, der macht große Löcher mit seiner FV-304. Stuck, komm. Ah, steht nach der falschen Richtung. Gut. Ah! Tschö, tschö, gewonnen. Nichts getroffen. Kacke. Aber gewonnen. Muss ja auch mal sehen, wenn man nicht, dass man nichts trifft. Schade. Nicht getroffen, nichts ey, na, ich dachte, ich habe wenigstens was gespottet, aber nicht mal das haben sie mir gegönnt. Na, glaub's ja wohl nicht. So. Kann ja wohl nicht warzen schreien. So, ja, allen, die jetzt noch reingekommen sind, wünsche ich einen guten Morgen. Ich gehe dabei mal wieder ins Gefecht. Erlenberg. Gucke, das heißt Erlenberg. Okay? Deutsch halt. Erlenberg. Okay? Wieso zum Geier heißt Legwil? Legwil. Habt ihr euch da schon mal die Straßenschilder angeguckt? Die sind alle deutsch, gell? Da steht irgendwas für Luftschutzbunker und hier irgendwie Luftschutzbunker rechts rein oder so. Okay? Also auf Deutsch. Okay? Aber die Karte heißt Legwil. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland irgendwo eine Stadt gibt, die Legwil heißt. Oder zumindest andeutungsweise so heißt. Himmelsdorf gibt es vermutlich auch nicht. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Habt ihr schon mal nachgeguckt, ob es diese einzelnen Städte so gibt? Wie Erlenberg oder Himmelsdorf? Müsste man direkt mal nachgucken. Also ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. So, ach hier, schaut dann mal. Ja, also hier, also wenn ihr hier Kinder machen wollt, gell, also ich übernehme nicht Alimente, nur zur Information. Ich bezahle Alimente nicht. Ach, fuck, war schon fort. Oh, klein Mühe zu schnell, oder ist zu langsam. Kuckuck. Die Frage ist, wer ist so dämlich und kommt hier unten lang? Oh, ich glaub's doch wohl jetzt nicht, oder?
Idiot sich direkt vor mich gestellt und ich sehe nichts mehr. Say hello to my little friend. So. Na gut, dann machen wir den hier. Mann, hier musst du ja wirklich, ja, hast die Frau ja Auswahl hier. Wunderbar. Ah, das habe ich schon geahnt, dass ich bei dem Schild am Turm nicht durchkomme. Oh, was bist denn du hier? Ein Marder. Gut, da ermordern wir dich halt mal. Ah, Schieter. Ach, nee, was ist das? VK? Ach, VK. Das war nichts. Ah, was haben wir hier denn? T40. Doch nee, T49. Guck. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Oh, nee. Kann doch wohl nicht warzen, Schwein. Hier, erschießt den doch mal. Rotze Dirk noch einmal. Wir sind doch hier schließlich an der Schießbude. Da müssen wir doch auch was treffen. So, es steht schon wieder 5-5. Na, ich glaub's hier wohl nicht. Oh, da schafft ihr es mal, diesen verschissenen ENVK wegzumachen. Kann doch wohl nicht wahr sein. Die sind echt zu blöd, den E1 Churchill, den T14 und den T1 Heavy und schaffen es nicht, diesen E1 verschissenen Dings da wegzumachen. Mann. Dabei steht er einfach bloß da rum hier, gell? Und dann, oh, wo kam der jetzt her? Ach, von dem T49 da drüben, das ist natürlich nicht schön. So, fährt man ja immer vor und scoutet hier. Ach, das steht schon wieder 6-9, ich glaub's ja wohl nicht. Wo haben sie sich da wieder aufmischen lassen? Hier drüben irgendwo. Na toll. So, wollen wir hoffen, dass die Mathilda da unten ein bisschen was aufdeckt. Dass wir hier wirken können. Denn die kommt doch garantiert jetzt hier links runter. Über die Brücke. Irgendwo hier. Hä? Ist hier die Brücke, ja genau. Kommt ihr kleinen Schweinchen, ich will euch erschießen. Ja, T14 haben sie weg, T49 haben sie weggemacht. Ja, was war denn das jetzt wieder? Hä? Eine Mathilde. Ah, da ist was. Da ist was, das wir beschießen können. Say hello to my little friend. Oh, sieht er mich? Ja, er hört mich nur. Oh, sieht mir wohl leid, dass deine Ketten kaputt sind. Oh, so war abgehauen, das Sauwachsch. Ja. Bringt ja aber trotzdem nicht, bist ein One-Shot-Arschler. So. Zack. So, was ist mit der Panzer selbst? Voll fertig, wie ich die rein? Oh, schätze mal nicht, gell. Was haben wir jetzt noch? Eine Mathilda, eine Sue. Oh, scheiße. Hetzer. Doch drüben bleiben will. Ne, Hetzer ist vorne. Da ist noch zu weit drüben. KW1. Ich mach trotzdem ein bisschen nach rechts. Stuck haben sie auch noch. Ah, oh, meine. Die sind noch hier voll ausgerüstet und meiner einer hat hier gar nichts mehr. Hm? Haben sie der Mathilda erschossen? Ne, wo kommt? Deck mal auf, Mathilda. Ah, ich gehe mal ein bisschen besser hier. Ja. Mann. Blöden Kackvögel. Haben sich wieder alle aufrotzen lassen. Ach, schon wieder der nächste. Kommt die Bratwurst-Toaster hier. Ups. Mathilde, ach, das ist die Mathilde fort. Habe ich hier ein Herz so? Oh Kack, wenn da der Noobgun drauf hat. Naja. Nach 10 Ecken kann man nun immer nicht gucken. Ach, blödes Volk, da haben die sich das wegnehmen lassen. Mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Schleiz, wer hat was für ein Schleiz?